geht Freundin aus, Matt. Wir switchen rüber und let's rock. So, ihre Farbenbrille ist fertig. Schatz, bist du bereit? Farbenbrille? Ja! Danke, Baby, dass du mir das ermöglicht hast. Das ist wirklich mein größter Wunsch. Was? Alles für mein Baby. Gibt's sowas wirklich, dass man keine Farben sieht und dadurch eine Brille aufsetzt und dann Farben sieht? Okay, ich bin bereit. Okay, so, dann setz ich in die Brille mal auf. So. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendeinen Defekt oder so gibt, dass man vielleicht keine Farben sehen kann. Weil es gibt ja auch Menschen, die können bestimmte Farben nicht sehen oder so. Oh, sie sollte jetzt Farben sehen können als kleiner Test. Mach die Augen Welche auf. Farbe hat der Handschuh? Blau, der Handschuh ist blau. Oh mein Gott, Der Farben ist rot. Was? Funktioniert es nicht? Es ist funktioniert. Oh, ja, super. Du hast nie erwähnt, dass du... Was? Dass du, naja... Ach, du meinst meine Augen. Ja, die sind braun. Ich glaube, das meint sie nicht. Nix. Lass uns feiern. Sollen wir was essen gehen? Nein. Ich stehe nicht so auf Chicken mit Wassermelone und Banane. Was? Du hast... Ich? Gib ihn sofort her. Was? Nein, Schatz, der liegt da unten. Hab ihn. Sorry, du hast ihn doch nicht geklaut. Schatz, was ist denn los? Ich verstehe dich nicht. Sorry. Ich sag's in deiner Sprache. Nein. Heute mache ich ein Tutorial, wie ihr eure Lehrerin 100% drücken könnt. Ich hab nicht gehört, eure Lehrerin bringt ihr jeden Tag irgendwas zu essen. Wollen Sie vielleicht eine Milchschnitte? Sehr lieb von dir. Gleichzeitig musst du auch zum Klassenbester. Wollen Sie vielleicht eine Milchschnitte? Das habe ich auch noch nicht gehört. Wie hast du das denn geschafft? Bei so einer guten Lehrerin, da versteht man die Sachen auch einfach. Nach ein paar Monaten schreibt deine Klassenarbeit. Du verlierst diese Klassenarbeit. Warum bist du denn so schlecht in meinem Unterricht geworden? Zu Hause ist es gerade einfach so schwer mit dem Lernen. Och, du Armer. Weiß. Wie kann ich dir denn helfen? Boom. Auf den Satz einmal gewartet. Wenn ich zu Ihnen nach Hause kommen könnte und wir dann zusammen lernen. Okay, dann schau am Sonntag mal vorbei. Und zwar habe ich meinem noch Sonntag. Der Mann die Situation erzählt. Hallo Sascha. Na, alles klar? Er meinte, dass er die Geld hat. Moment mal, ich dachte, Sie helfen mir. Er ist nämlich auch Mathelehrer und kann die Sachen noch mal viel besser erklären als ich. Euch dann viel Erfolg. Dann fangen wir mal. Warte mal, die sind beide Mathelehrer, aber... Dann mit der Mathestunde. Ja, ich brauche doch gar keine Hilfe mehr in Mathe. Jetzt sei doch kein Drückeberger, ne? Oh. Das gibt eine 6, Mann. Das ist gar nicht sein. Ja, er kann ich doch hier von der 6 verbraten. Gefährlicher TikTok-Trend, der potenziell tödlich enden kann. Kevin, ganz kurz, ich brauche dich einmal. Was der Rettungsdienst bringt gleich einen 15-Jährigen. Ist zu Hause leblos aufgefunden worden, da er irgendeine bislang noch unbekannte Substanz zu sich genommen hat. Okay, wie dramatisch klang es denn am Telefon? Naja, er kommt intubiert, beatmet und unter laufender Reanimation. Was? Okay, ich hoffe, er kommt durch. So, der Rettungsdienst, hi. Mich würde es nicht wundern, wenn Deutschland irgendwann auch TikTok verbietet, wie wegen diesen Trends. Aber das liegt dann daran, weil einfach alle zu dumm sind und das nachmachen. Aktuell hat der Patient leider noch keinen Kreislauf. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht, wie lange die No-Flow-Time war. Also sieht nicht besonders toll aus. Was ist das eigentlich für eine Substanz auf seinem Oberteil? Ich finde immer noch, jemand, der so einen Trend startet, der sollte einfach lebenslang eingesperrt werden und fertig. Ist das ein Pulver? Sag mal, Kollegen, nichts für ungut, aber riecht das hier weihnachtlich oder habe ich gerade einen Fiebertraum? Ja, du meinst die Lametta gefressen? Riech's auch. Aber Zimt? Wie genau schafft man es denn, sich mit Zimt so derart aus dem Leben zu schießen? Das kannst du mal am besten seine Freunde fragen, die stehen draußen vor der Tür. So, Freund Blase, jetzt mal das Handy her. Könnt ihr mir mal sagen, was ihr da gemacht habt? Ja, guck dir das doch mal an. Also, wenn das nicht viral geht, weiß ich auch nicht mehr. Warum isst man denn einen ganzen Löffel voll mit trockenem Zimt? Naja, es gibt doch diese Cinnamon Challenge. Alter, was ist... Warum, Alter? Nein. Ey, das ist doch wie Staub in der Lunge. Was ist denn mit dieser Generation los? Von einer waagerechten Lernkurve zu sprechen, wäre für euch noch ein Kompliment, oder? Alter, warum macht man sowas? Ich sag mal, es kommt aufs Alter drauf an. Aber da weiß man doch, das ist doch fast wie Staub in der Lunge. Da kann man sich doch leicht dran verschlucken und dann tot, einfach Ende. Junge, wie willst du noch atmen? Oder es wird dann so komisch klebrig, flüssig und verklebt dann alles. Das wäre natürlich nicht gut. Mal dein Auto mit dem schwärzesten Schwarz der Welt komplett an? Diese Top-Kommentare geraten außer Kontrolle. Okay, ich meine, alles, was ich dafür brauche, ist ein Auto, einiges von der schwarzen Farbe und eine Airbrush. Genug dieser krassen Farbe haben wir auf jeden Fall. Und eine Airbrush-Maschine habe ich mir auch schon besorgt. Leider habe ich einen Fehler gemacht und die anscheinend kleinste Airbrush gekauft, die man sich so besorgen kann. Oh mein Gott. Ich habe mir gemerkt, dass das ziemlich lange dauert. Und ja, ach was. Ich sag 2,5 Stunden. Aber was soll ich sagen, die harte Arbeit... Okay, das geht aber noch. ...hat sich gelohnt, denn Stück für Stück ist die eine Seite vom Auto immer schwärzer und schwärzer geworden. Und hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das... Aber warte mal, der 2 Stunden für eine Seite braucht?
Oh, okay. Ganz am Ende ziemlich geil aussehen wird. Also habe ich fröhlich weitergemacht und die Füchse unter euch merken gerade, dass dieses Video vor 2 Jahren schon mal kam. Denn damals, als ich noch das Community-Auto hatte, habe ich genau diese Aktion gemacht, die jetzt so viele kommentieren, weil sie neu dazugekommen sind. Nachdem die Farbe dann endlich trocken war, kam der Effekt erst so richtig raus und man hat einfach keine Strukturen mehr gesehen. Es sah wirklich im Real Life nochmal viel krasser aus, denn du hast auf das Auto geschaut und einfach nichts mehr erkannt. Es war einfach wie so ein Portal im... Jo, das Ding siehst du nachts gar nicht, Alter. Ich bin mir auch bis heute nicht ganz sicher, ob das legal ist, damit zu fahren. Aber leider existiert das Community-Auto ja auch nicht mehr. Was soll ich als nächstes ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare. Das ist eine gute Frage, ob das legal ist. Ich meine, gibt es eine bestimmte gesetzliche Vorgabe für Farben am Auto? Aber krass ist es schon, Alter. Aber wie ist das dann im Sommer, wenn die Sonne draufballert? Aua, aua, heiß. Okay, Jay, wie viel Bildschirmzeit hast du? Na ja, also wenn wir jetzt mal nur am Handy schauen, das sind bei mir jetzt... Warte, was? Ich glaube, ich habe echt ein Problem. Ja, das kriege ich auch immerhin 28 Stunden an einen Tag, ganz normal. Das sind eure Fragen und meine... Das mache ich 8 Mal die Woche. Antworten. Wie geht der Akku vom Handy nicht kaputt? Leider gar nicht. Ein Akku ist ein Verschleißteil, so. Der geht immer kaputt, sobald man ihn benutzt. Du kannst ihn natürlich schonen, aber schlechter wird er trotzdem. Wann kommen neue AirPods raus? Laut den Leaks kommen mit dem iPhone 16 im Herbst dann auch neue... Es wird irgendwann irgendwas geben, dass sein Akku ewig hält und nicht mehr kaputt geht. Das Ding ist halt, wenn es alle haben, geht die Firma pleite, weil keiner mehr was nachkauft. Und deswegen wird heute immer so gemacht, dass immer alles kaputt gehen muss. Ich finde das scheiße, weil nachhaltig ist das nicht. AirPods 4. Da soll es dann auch ein Modell geben mit Noise Cancelling. Zum ersten Mal in den normalen AirPods. Lieber Pizza oder Döner? Jetzt mal ehrlich, was ist besser als der Geruch von so einer frisch gebackenen Pizza? Ja, ich habe mir extra für das Video eine Pizza geholt. Wird es mal durchsichtige Handys geben? Also es gibt ja schon durchsichtige Displays zum Beispiel. Aber das Ding ist halt, da kann doch jeder gucken, was du machst, Alter. Du stehst so und schreibst ein WhatsApp und jeder vor dir kann mitlesen. Ist zwar dann wahrscheinlich gespiegelt, aber ich finde das nicht so cool. Hier an dem Laptop. Aber du hast ja auch einen Akku und einen Prozessor. Also mehr durchsichtig als zum Beispiel bei Nothing wird es wahrscheinlich nicht. Was denken wir in 10 Jahren von künstlicher Intelligenz? Ich glaube, das wird so wie damals beim Internet. Als das Internet größer wurde, hatten alle Angst, was jetzt passieren soll. Und heute würden wir ohne Internet legit nicht. Wirklich, damals auch. Das war wirklich krass. Alle so Angst vor Internet. Oder der Klassiker, das Internet wird sich doch eh nie durchsetzen. Nichts mehr hinkriegen. So wie wir wahrscheinlich in 10 Jahren ohne KI auch nichts mehr hinkriegen. Okay, Jay, wie... Das könnte sogar stimmen. Das stimmt alles. Alles ist aufs Internet abgestimmt, ne? Wenn man es mal so nimmt. 17-jähriger Schüler hat Microsoft getrollt und wurde direkt von einer Armee von Anwälten verklagt. Nur weil er sich einen Witz erlaubt hatte. Mike Rowe dachte sich, meine Internetseite benenne ich nach mir. Mike Rowesoft. Und Microsoft klagte. Aber alle waren auf Mikes Seite. Anwälte boten kostenlos ihren Service an. Und er bekam über $6.000 an Spenden und über 250.000 Besucher auf seiner Seite. Als Microsoft dann gemerkt hatte, dass es vielleicht Bad Publicity ist, ein 17-jähriger zu verklagen, wurde Mike mit einer neuen Xbox und einer Entschuldigung entschädigt und er nahm die Seite offline. Ein 17-jähriger... Stabiler Weg, kostenlos eine Xbox zu kriegen. Kann man nicht sagen. Was geht ab, Alter? Okay, das hatte ich auch noch nie. Aua, Alter, was ist hier los? Aua! Allgemeine Verkehrskontrolle, Fahrzeugschein und Führerschein. Soll ich Sie gleich auf die Wache mit... Er kontrolliert die Polizei, kennt man. Nehmen oder gleich ins Gefängnis, Sie Verrückter. Fahrzeugschein und Führerschein, aber sofort! Obwohl, nee, ich habe meine Brille vergessen. Das könnte glatt Cartman sein. Ich empfehle, die Spaßerei sein zu lassen. Da gab's ja auch so eine Folge, wo Cartman Bulle ist. Nur um kooperativ zu sein. Wer sind Sie überhaupt? Das war die Folge mit den Hühnerliebhaber. Doch, Bulle Heiko, das ist mein Revier. Was? Ich habe heute Dienst hier. Kann nicht sein. Seit 79 Jahren sorge ich hier für Recht und Ordnung. So alt sehe ich aber nicht Jahre? Aus. Ja, ich öfters. Okay, Dorfbulle. Darf ich mal Ihren Vorgesetzten sprechen? Hier. Haben Sie eine Nummer? 110. Ja. Naja, aber recht hat er direkt. Klar, aber ich versuch's mal. Merkst du was? Oh. Oh, Kollege Heiko, richtig? Ich weiß, wie ich heiße. Und jetzt fahr fort, wo du herkommst. Sonst was? Dann überspringen wir den Teil mit der Wache und dem Gefängnis. Und was kommt dann? Willst du es wissen, ja? Nee, ich fahr weiter und es tut mir echt leid für den Schaden. Kein Problem. Der Typ ist so stabil, dass er sogar seine unsichtbaren Ärmel hochkrempeln muss. Ich stell es in Rechnung. Ja, natürlich. Tschüss und einen schönen Tag Ihnen. Oh mein Gott! Ich glaube, so wird es aussehen, wenn Chuck Norris die Polizei gegenübersteht. Nintendo Wii sollte eigentlich Gold sein. Denn hey, wir haben einen goldenen Wii-Controller aus The Legend of Zelda Skyward Sword. Und der dazu passende goldene Nunchuck hat ja damals nur 900 Club Nintendo Coins gekostet. Bedenkt dabei, dass ich einen 40-Euro-Kauf auch 40 Coins gegeben habe. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben das goldene Mario Kart Lenkrad, das man teilweise nur in Japan bekommen hat. Und den goldenen Pro Controller, den es nur im Bundle mit James Bond 007 gab. Aber das heißt, wo ist die goldene Wii? Hier, die aus 24 Karat Gold besteht. Okay, die Wii sieht in Gold schon irgendwie crazy aus. Die anderen Sachen fand ich jetzt nicht so geil.
Denn die Wii war damals ein Geschenk an die Queen, die sie aber nicht einmal angenommen und wieder zurückgeschickt hat. Die Nintendo Wii sollte eigentlich... Aber ich bin sowieso nicht so unbedingt der Goldfarben-Fan. Eine Kumpel, der immer übertreiben muss. What the fuck, was ist das für ein Shirt? Hä? Was? Oh. Hab ich den? Du Dummkopf, bist aber ein Witz reingefallen. Ich hab auch einen. Klopf, wer ist da? Nicht dein Vater. Er ist abgehauen. Er ist Milch umgegangen, als du Sex warst und nie wiedergekommen, weil er keinen Bock auf dich, Witzfigur, hatte. Nein, er ist bei Ärzten und Grenzen und hilft Kindern im Ausland. Ja, ist er. Das denkst du. Aber nein, er hatte einfach nur genug von dir, Versager, und deiner Leichenmutter. Er wohnt sogar im Ort nebenan. Ich kenne ihn sogar. Was? Aber du, nein. Und kommt er dich hier besuchen? Auch nein. Weil er seinen größten Fehler nicht begegnet will. Du brauchst nicht. Wer solche Kumpels hat, der braucht echt keine Feinde, Mann. Er ist nicht an der Tür. Sorry, der war einer zu viel. Willst du ein Taschentuch? Ja. Reingeschaut. Schulter. Aber nicht zu stark, bitte. Keine Sorge. Okay, danke. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man das Spiel heutzutage mit einer Waffe macht. Aber wir haben es früher anders gemacht. Ein georgischer Mann kam auf die genialste Idee, sein Auto absolut 100% diebstahlsicher zu machen. Nachdem er sich 1991 sein Traumauto gekauft hatte, ein brandneuer Lada 1200, wurden ihm schon in der ersten Nacht die Räder und Reifen gestohlen. Der Besitzer war so stinksauer, dass er sich einen Kran gemietet, wo der Frankfurt oder was hat, und sein Traumauto auf seinem Balkon platzierte. Das Auto blieb für die nächsten 25 Jahre dort und entwickelte sich zu einer Art Wahrzeichen für die Stadt Tbilisi, bis der Besitzer 2016 verstarb und der Lader hatte nahezu keinen Kilometer auf dem Zähler. Ein georgischer Mann kam auf die genialste Idee, sein Auto ab... Ja gut, okay, dann ist es zwar diebstahlsicher, hat immer noch keine Räder dran, aber es wurde nie gefahren. Ist doch schade, Alter. Klar, du hast ein geiles Auto, ne, aber... Ist doch auch schade, wenn man damit nie fährt. Hallo, seid ihr das erste Mal bei uns? Nein, wir sind eigentlich fast jede Woche hier. Ach so, okay. Braucht ihr eine Karte? Nein, wir bestellen auch eigentlich jede Woche dasselbe. Okay, was trinkt ihr Stabil? Als... Eine Sprite, bitte. Sprite? Okay. Ich auch. Moment, erstmal ist er dran. Ist doch dasselbe. Hä, das stimmt. So, und was wollen Sie trinken? Auch eine Sprite. Ah, eine Sprite war's, ja. Die schreibt jetzt nochmal auf, statt einfach dahinter zweimal zu machen. Was möchten Sie zum Essen haben? Ich nehme das Jägerschnitzel. Jägerschnitzel. Zweimal. Ich will genau dasselbe wie er. Moment, ich bin nicht so schnell. Oh, wie hat die es geschafft, den Job zu kriegen? Jägerschnitzel und Wurstsalat, ne? Nein, kein Wurstsalat. Auch ein Jägerschnitzel. Servus, Jungs. Hier schon mal ein Pilz aus der Flasche für Schmetti. Ui, dankeschön. Und ein Pilz vom Fass für Michi. Dankeschön. Michi Peperonis und Schmetti den Schafskäse als Vorspeise, ne? Richtig. Genau. Gut, und beide wie immer Kartoffelknödel mit Gulasch, ne? Ja, genau so. Kommt sofort. Hallo, seid ihr das erste Mal... Oh, also dann wird's wirklich ernst, wenn das in der Stadt so ist, Mann. Also das erste, das zweite war ja doof. Das merkt man auch. Dieser Fehler eines Pflegeschülers kostete einem Patienten das Leben. Kevin, ich glaube, wir haben ein Problem. Dem Patienten auf der 3, dem geht's irgendwie gar nicht gut. Okay, oberste Priorität, erstmal ruhig bleiben. Was ist denn passiert? Ich meine, was hat er? Keine Ahnung. Ich glaube, er verträgt seine Medikamente nicht besonders gut. Ja, lass mich mal kurz gucken. Eigentlich bekommt er tatsächlich nichts, was er nicht vertragen könnte. Ich meine, vielleicht das Antibiotikum. Darauf kann man mal reagieren. Kevin, wir haben eine Reha auf der 3. Komm schnell. Gut, er scheint doch was nicht zu vertragen. Ich komme. 29,3. Wie chillig, Alter. Essig. Sag mal, was ist denn hier passiert? Eine kardiale Vorgeschichte ist nicht bekannt. Ey, ich weiß es nicht. Jetzt mal Schritt für Schritt, was ist hier passiert? Eigentlich ging es ihm total gut. Dann habe ich ihm seine Medikamente gespritzt. Dritten Lehrjahr. Und dann war es irgendwie alles anders. Gespritzt? Ich habe doch aber nur Tabletten angeordnet. Er konnte sie halt nicht gut schlucken. Und dann habe ich sie doch gemörsert, wie besprochen. Ja, so weit, so gut. Und dann solltest du das eigentlich mit irgendwie einem Joghurt oder so geben. Die Patienten können das dann besser schlucken. Ach so. Er hat es gemörsert, in eine Spritze gemacht und dann so reingeschossen? Nee. Ich dachte... Verdammt, was hast du getan? Naja, Legenden besagen, ich hätte ihm seine Medikamente in die Vene gespritzt. Ja, alles klar, du hast es ihm dann in die Vene gespritzt? Alter, das kann doch alles nicht wahr sein. Dieser Fehler... Wie hat der es bis ins dritte Lehrjahr geschafft? Oh, Alter, also das... Er hat das... Sogar ich weiß, dass man das nicht machen kann, Alter. Also man kann schon, aber das endet halt, wie man sieht, naja, nicht so praktisch.
Streich mal dein Fenster mit Farbe, die im Dunkeln leuchtet, um dann zu sehen, ob es nachts hell ist. Ich habe mir genug Farbe besorgt. Jetzt okay, das wäre krass. Fenster wohl zum leuchtendsten Fenster. Let's go. Okay, dazu muss ich die erstmal auf. Wie hat er die Farbe wieder abbekommen? Geht die so leicht wieder ab? Ja? Bekommen? Oh yeah. So sieht leuchtende Farbe am Tag aus. Aber ich bin wirklich mal gespannt, ob man die ein... so streichen kann. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Das fühlt sich schon wieder komplett falsch an. Der Schatten sieht auch voll krass aus. Das ist auf jeden Fall das absolute Gegenteil zur schwärzesten Farbe der Welt, weil diese Farbe überhaupt nicht deckend ist. Da werden wir definitiv ein paar mehr Schichten brauchen. Aber ich habe ja mehr als genug Farbe da. Okay, Schicht Nummer 1 ist schon mal drauf und das sieht irgendwie voll cool aus. Und das ja, und die Sonne lädt das gerade richtig auf, Alter. In dieser Farbe ist das komplett einfach Licht trotzdem durch. Sind wir hier vielleicht etwas auf der Spur? Tagsüber kommt Licht rein und nachts generiert es uns das Licht. Ich glaube, ich sollte jetzt schon mal ein Patent darauf anmelden, weil so dumm war bestimmt noch nie jemand, das zu machen. Aber die erste Schicht ist trocken und dadurch wieder durchsichtig geworden. Von dem her auf zur zweiten Schicht. Nein, ich habe vergessen, die Farbe zu schütteln und ganz unten haben sich die ganzen Leuchtpartikel abgesetzt. Die Farbe ist jetzt viel dicker. Okay, die zweite Schicht hat jetzt nochmal einen riesen Unterschied gemacht. Das ist alles viel, viel dicker. Ich bin so gespannt, wie das heute Nacht aussieht und ob ich kein Licht brauche in meinem Zimmer. Streich mal dein Fenster mit Farbe. Ach Mann, wie ist es denn ausgegangen? Ja, das ist halt, weil auf YouTube nur die 1-Minute-Begrenzung ist. Ich finde das aber gut, dass es hier noch die 1-Minute-Begrenzung gibt. TikTok fand ich damals so richtig geil, weil es nur 30 Sekunden Videos gab. Deswegen mussten die Witze dort immer schnell und knackig sein. Und das hat alles übelst geil gemacht. 1 Minute hat dann TikTok eingeführt, fand ich auch noch cool. Da musste man die Witze auch noch kurz halten. Aber dann kam dieses 30-Minuten-Ding, na, war nicht mehr so geil. Ich soll heute ein Video für den Chef machen. Okay. Felix, jetzt komm mal raus aus dem Wasser. Helmut? Helmut! Oh nee, ne? Ihr seid solche Vollidioten. Alles für den Chef. Dann rufe ich mal, Alter, komm mal raus aus dem Zementmischer! Der Azubi rettet da. Alter, ihr könntet euch da auf der Schubkarre rauflegen und zukleben! Ich soll heute ein Video für... Der Chef wird sich aber freuen, Alter. Das ist gerade das, was wir hatten, ne? Kurz und knackig. So wie es damals auf TikTok war. In dieser Situation achten wir rechts auf den silbernen Dacia, der aus der Seitenstraße kommt. Okay. Was ist seine Mission? Ja, da wäre ich aber auch sauer. Verständlich. Oder hier wird die Ampel grün, sie laufen los und der rechte Mann bekommt wirklich im allerletzten Moment noch das Kind hier zu packen und zieht das Kind hier zurück. Da kann ich verstehen, dass man ausrastet und hertritt, sage ich ehrlich. In dieser Situation achten wir rechts auf den silbernen Dachschein, der aus der Seitenstraße kommt. Oh. Ich kann mir aber gut vorstellen, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja gut, der hält jetzt... Ich auch sauer, verständlich. Ja gut, der hält an, weil er dagegen getreten hat. Hätte ich auch gemacht und dann hätte ich gewartet, bis er aussteigt und ihn dann aufs Maul gegeben. Nee, soweit nicht. Ich kann mir in dieser Situation auch gut vorstellen, dass der da rauskam, dachte, dass die Ampel grün ist, weil der eine da abgebogen ist. Ich kenne das zum Beispiel auch bei mir. Ich stehe an so einer Ampel, vor mir auch einer, neben mir einer eine Abbiegeampel. Die Abbiegeampel wird grün und er fährt los und der vor mir gibt Gas aus Reflex, weil er... aus dem Augenwinkel gesehen hat, der neben sich fährt los. Oh, ich kann fahren und dann, oh nee, ist ja doch noch rot. Ist ja nicht meine Ampel. Kenne ich zu gut, kann ich mir auch vorstellen. Aber sah es auch teils so aus wie, ach, ich fahre jetzt über Rot, scheiße auf alles. Gibt's ja auch welche. Ganz klassisch, BMW-Fahrer machen das sehr gerne. Habe ich so oft schon beobachtet, habe ich so viel auf Dashcam. Vielleicht sind sie mittlerweile schon weg, weil löscht sich immer automatisch, wenn zu viel drauf ist. Monte, ändere bitte deine Rezeptur. Warum zeige ich euch jetzt? Erstmal habe ich alle drei Sorten separat bei minus 25 Grad geslusht. Spannend ist dabei, ob die Gönnis wirklich die Farbe haben, die Büchse vorgibt. Der erste, ja, fast 1:1. Beim White Peach hätte ich jetzt Orange und nicht Gelb erwartet. Aber alles halb so wild, doch der Sweet Lemon Gönni ist einfach mal weiß. Aber dagegen machen wir gleich was. Erst lege ich die jeweilige Hälfte des Slushs fürs Topping auf die Seite, dann kommt meine flüssige Ice Cream ins Spiel. Ich muss sagen, mir schmecken die nicht. Ich hab's probiert. Obwohl da kein Zucker drin ist, sind die mir extrem zu süß. Aber wirklich. Vor natürlich mit der Büchse. Und dann hat es natürlich so einen übelst ekligen Nachgeschmack. Farbe fein abgeglichen habe, dann wird jeder Slush mit der Ich denke, wenn da Zucker drin wäre, hätte das statt diese Zuckerersatzstoffe, die ja sowieso schon ekelhaft sind, hätte das bestimmt nochmal geiler geschmeckt. Cream separat verspachtelt, somit bleibt der jeweilige Geschmack der Sorte getrennt. Schön verteilen und den Spachtel zwischendurch immer wieder heiß abwaschen, dass wir nichts kontaminieren. Soweit so bunt. Aber jetzt kommt der Teil, wo ich mich frage, warum ich mit den Gönni-Trillingen Probleme bekomme. Ihr wart Zeugen, ich habe extra wenig Slush genommen, doch trotzdem gibt die Rolle auf wie Monte bei Seven vs. Wild. Dabei steht auf jeder Büchse eiskalt genießen. Was ich gemacht?
Ja, wurde der nicht eingeladen in der letzten Staffel und dann ist er nicht hingegangen? Auch die Slush-Füllung holt dir keinen Schönheitspreis mehr raus. Jetzt die Gönnung und dafür, dass die geschmacklichen Erwartungen echt low waren, ein erfrischendes Happy End. Aber, Monte, ändere bitte deine Rezeptur. Warum zeige ich euch jetzt? Erstmal habe ich... Hä? Jetzt habe ich trotzdem nicht ganz verstanden, warum es ändern soll. Ein Ehepaar aus Bosnien hat sich scheiden lassen, weil beide fremdgegangen sind. Aber die Person, die sie getroffen haben, war der eigene Ehepartner. Beide suchten heimlich auf einer Datingseite etwas Neues. Okay, das ist geil! Neues und fanden sich gegenseitig in einem Chatroom unter verdeckten Namen. Sie verstanden sich sofort und beide erzählten, wie unzufrieden sie mit ihrer Ehe sind. Und sie haben sich direkt ineinander verliebt, nicht... Das musst du erstmal hinkriegen, also. Wissend, dass der Chatroom-Partner am anderen Ende des Tisches saß. Als sie sich dann in einer Bar heimlich treffen wollten, realisierten sie, dass die Person, in die sie sich verliebt hatten, der eigene Ehepartner war. Aber anstelle es nochmal zu versuchen, ließen sie sich scheiden. Ein Ehe... Ach Gott, da muss da irgendwas hinten und vorne irgendwo falsch laufen. Mensch, Sohnemann, was soll das? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Du bist erst 15, du darfst es noch nicht trinken. Gib mir das Bier. Oh Mann! Sei froh, dass ich dich erwischt habe und nicht Mama. Junge, da haben wir schon vor der Schule gesoffen. Was habe ich mit Mama gehört? Damals immer Hauswirtschaft einkaufen in der 9. Klasse, mussten wir mal einkaufen. Rezepte, also für die Rezepte musste man die... Alter, jetzt bin ich aber raus hier. Muss man die Zutaten kaufen, genau. Ein Kumpel kannte in der Stadt, dort wo ich in der Schule war, den Besitzer in so einen Kiosk. Und er hat ihn halt Bier verkauft. Ohne Ausweis. Ja gut, der wusste ja, dass wir nicht 16 sind. Dass wir erst mal 14 sind. Waren wir da 14? Ich glaube schon. Und das haben wir dann unter der Brücke versteckt, sind dann zurück in Unterricht. Und nach Hauswirtschaft war unser Schultag sowieso beendet, sind dann raus, haben das Bier geholt zur Bushaltestelle und haben es dort gesoffen. Thorsten, bietest du gerade Micha ein Bier an? Nein, natürlich nicht. Ah, trinkst du selber eins um 13 Uhr? Ja. Oh, du weißt, ich mag das nicht. Papa, was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Dasselbe wie du? Wieso, was mache ich denn? Komm, Kerle, versteck das Bier nicht. Ich versteck mich vor Mama. Wieso? Die kriegt doch immer Kollateralschaden, wenn ich vor 14 Uhr schon Bier mit trinke. Kollateralschaden. Und ich versteck mich eigentlich vor euch. Du meinst eher vor Mama, von mir musst du dich nicht verstecken. Komm her, hier hat's noch Platz. Hier, da, komm her. Komm her. Zum Wohl. Stimmt aber, Alter, ich habe von meinem Vater damals zum ersten Mal einen Schluck Bier trinken dürfen. Da war ich, glaube... 9 oder 10? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 10. Das Problem war halt, das war so ekelhaft, dass ich gesagt habe, ich werde niemals im Leben Bier trinken. Krasse Story aus einer Schule in Bayern, die für viele Kinder im Krankenhaus endete. Oh nein. Yannick, merkst du das auch? Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie habe ich ein ganz komisches Kratzen im Hals. Mann, was ist das? Ah, ich weiß nicht, aber mir wird gerade irgendwie total schwindelig. Kevin, wir müssen schnellstens so viele Betten freimachen, wie wir können. Da kommen gleich eine Menge Neuaufnahmen. Wie jetzt? Hier zu uns? Was ist denn passiert? Naja, es gab einen Zwischenfall hier nebenan in der Schule. Da beklagen einige Schüler, dass sie keine Luft mehr bekommen und Reizhusten haben. Der Rettungsdienst müsste jeden Moment da sein und die ersten Patienten bringen. So, moin Rettungsdienst. Hier sind die zwei Patienten, die es am stärksten getroffen hat. Alles klar, wie ist seine Sättigung momentan? Jetzt gerade bei 90, war aber auch schon deutlich schlechter. Kurze Zwischenfrage, aber was genau ist denn da passiert? Ja, Kevin Horn ist der junge Mann, der es verursacht hat. Vielleicht fragst du ihn einfach mal selbst. Alles klar, ich gehe mir das mal anschauen. So, mein Freund, und du kannst mir jetzt genau erzählen, was da passiert ist? Oh Mann, das sollte nur ein dummer Witz sein. Liga. Was genau? Naja, ich wollte Reizgas versprühen und schauen, was passiert. Ja, Wie kann man so dumm sein, Alter? Das ist doch nicht mehr normal. Was ist mit der Jugend los, ey? Das ist witzig. Was haben wir wieder alle gelacht? Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, Alter. Du musst das in der Nacht machen? Oh, nö. Ich habe ja in meinem letzten Video das schwärzeste Fenster der Welt mit der hellsten Taschenlampe der Welt angeleuchtet, um zu sehen, was von beiden gewinnt. Ich fand, wir hatten ein relativ eindeutiges Ergebnis. Die Taschenlampe hat es nicht durch das schwärzeste Fenster der Welt geschafft. Daraufhin habt ihr alle meine Kommentare vollgespammt, dass ich das in der Nacht machen muss, damit man es von draußen besser sieht. Und ich meine, ihr habt schon recht. Und ich kann keinen Top-Kommentar ignorieren. Drum bleibt mir wohl nicht anders üblich, als meine Nachbarn auch noch zu nerven. Aber wir machen eine ganz schnelle Nummer. Wie ihr sehen könnt, ist es draußen inzwischen dunkel. Auch irgendwie lustig, dass das Fenster so schwarz ist, dass ich das euch beweisen muss. Die hellste Taschenlampe der Welt ist wieder geladen. Die Drohne... Das stimmt, auch mich würde interessieren, ob wenigstens ein kleines Fitzelchen Licht durchkommt. Das sieht man ja am Tag nicht. Auf ihre Position. Und wie ihr seht, das Fenster ist komplett dicht. Jetzt hier die schnelle Nummer, bevor sich jemand beschwert. 3, 2, 1... Oh mein Gott, es wird einfach nicht alt, wie hell diese Taschenlampe ist. Sieht man irgendwas draußen? Oh, ich kann allgemein fast nichts erkennen. Oh ja, seht ihr das? Sowohl die Ränder, wo das Blattgold ist, als auch die Farbe an sich zeigt deutliche Löcher. Deswegen liebe ich Top-Kommentare. Ihr hattet einfach recht. Die hellste Taschenlampe der Welt gewinnt doch. Und genau das ist das, was ich meine. Das hat man am Tag ja auch nicht gesehen. Deswegen wollte ich das unbedingt nachts sehen. Schön, dass mich der Algorithmus wieder hergebracht hat. Finde ich lustig.
Als dieser Fahrradfahrer die Kontrolle verlor, machte er eine unglaubliche Aktion, weil als er in einem Fahrradrennen die Kontrolle verlor und somit unkontrolliert in die Absperrung fuhr, kam er... Ist ja klar, wenn er die Kontrolle verliert, dass es ein unkontrolliert fährt. ...auf den 200 IQ-Gedanken, die Absperrung als Cheatcode zu benutzen. Weil als er da reinfuhr, nahm er einfach die Spur mit und fuhr direkt wieder nach links, sodass der andere Fahrer mit Fullspeed in die Absperrung fuhr und sich ehrenlos auf die Fresse legte. Dadurch wurde er erster Platz. Und wenn du das schlau fandest, abonniere. Als dieser... Ja... Okay, das ist auch witzig, aber gut, was soll man da sagen? Das war vielleicht sein Reflex, wieder auf die Bahn zurückzukommen. Er hat wahrscheinlich gar nicht daran gedacht, dass er jetzt so ein Band mitzieht und damit wahrscheinlich jemanden anders mault. Was ist denn überhaupt passiert? Wurde ihm der Sieg aberkannt oder ist es trotzdem so geblieben? Weil, ja, Reflex ist nun mal Reflex, ne? Okay, das waren wieder echt coole Shorts. Ich hoffe, die haben mich so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede mich und bin damit raus.